Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal mit dem Namen FGROCY. Was heißt das? Scrozy? Ihr wisst ja nicht, wie viele Leute mich schon falsch ausgesprochen haben. Deshalb habe ich mal sowas Schönes vorbereitet. Das hier. Das ist wie bei Wikipedia, wenn man nicht weiß, wie man was aussprechen soll, wird das hier ganz klar definiert, dass es nämlich Scrozy heißt. Das hat zwar nichts mit dem Video zu tun, wollte ich aber mal so am Rande werfen. Wir schauen uns heute das Spiel Good Company an und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und schauen direkt rein. Viel Spaß! So, da sind wir also drin im Spiel. Das hier sind wir. Wir sind Chefe dieser wunderschönen Firmenhalle mit ein paar Gebäuden und das sind die Außenwände. Das hier sind Fliesen unserer schönen Firmenhalle mit Außenwänden und das sind die Rillen zwischen den Fliesen unserer schönen Fabrikhalle mit Außenwänden. Das sind die Säulen auf den Fliesen mit Rillen. Ach, ich komme hier auf. Also, das hier sind unsere Arbeiter, die sind schon kräftig am Schustern. Das ist jetzt die Kampagne und wir klicken jetzt auf dieses komische Icon, was in irgendeiner Weise versucht, Aufmerksamkeit von uns zu bekommen. Hallo, Intelligenzallergiker, willst du mich mal drücken? Da sehen wir also die Marktübersicht. Ausbilderin Goldfield möchte sich wieder zu Wort melden. Wir erwarten nicht viele Informationen, aber keine Sorge, wir schauen alles in Ruhe an, damit vieles klarer. Wieso hat sie eigentlich keinen Mund? Kann sie nicht sprechen? Also, ich weiß auch nicht. Im Bereich darunter, wenn er die Zeichen hier wieder benutzt, in diesem Markt, der so freitag, was das ist. Das ist sehr kompliziert, brauche ich nicht alles vorlesen, das versteht ihr eh nicht, ne? Jetzt ist unsere Aufgabe rechts. Verkaufe 20 Taschenrechner. Taschenrechner werden hier drüben gefertigt, indem wir Plastikrahmen bauen, Bastlertische bauen. Ne, die Bastlertische stehen dann, indem wir halt verschiedene Komponenten bauen, die hier vorne zusammengebaut werden. Und dann auf diese wunderschöne Palette wandern. Auf dieser wunderschönen Palette werden die dann quasi verkauft. Jetzt sehen wir hier, unsere Arbeiter sind am Rackern, schustern verschiedene Bauteile. Die beiden hier vorne schustern Taschenrechner. So, jetzt haben wir hier genug verkauft. Jetzt können wir die nächste Phase einleiten, indem wir da oben auf den Knopf drücken. Jetzt haben wir nämlich schon Taschenrechner Phase 2 oder im Fachkreisen auch Calcutron. Und jetzt können wir uns quasi unseren neuen Calculator designen. Oh, Freunde, das klingt doch schon mal gut. Indem wir hier auf Produktdesign gehen und auf Neu erstellen. So, jetzt wählen wir einen Produkttyp aus. Nehmen mal ein schönes Holzgehäuse und erstellen. Oh, können wir das auch umbenennen? Okay, wir nehmen um in den Rechnomat 3001. Das sieht doch schick aus. So, und jetzt können wir dann noch ein paar Sachen reinpacken. Zwar haben wir hier verschiedene Sachen. Zwar einfach einfache Schaltung. Eine LED-Matrix. Na, das sieht doch gut aus. Eine Knopfzelle rein. Und dann noch ein Batteriepack. 12 Sekunden später. Also wir sehen, das sind alles Komponenten, die wir dafür brauchen. Und jedes dieser Komponenten besteht wieder aus anderen Komponenten. Heißt, wir müssen quasi erstmal diese ganzen einzelnen Komponenten bauen, bevor wir überhaupt den richtigen Taschenrechner bauen können. Und dieser ganzen Quatsch, den machen wir jetzt. Das erste, was wir erstmal bauen, ist eine Kurierpalette. Elektronikteile, Tische hinbauen. Das hier baut das Lichtfeld. Jetzt kriegen die alle noch einen Mitarbeiter. Dann brauchen wir Leiterplatte. Der Eingang kommt hiervon, der Ausgang geht hier rein. Der Eingang hiervon. So, nach einer Handvoll Zeit und ein paar... Naja, es war ein anstrengender Prozess und hier oben haben wir schon da keine Mitarbeiter. Da hatte ich ja was vergessen, hier zusammenzuschustern. Auch nicht weiter schlimm. Sind wir nun in der Lage, unseren neuen und einzigartigen entwurfsfertigen Rechnomat zu bauen, in einem doch sehr, wie mir scheint, anstrengenden Prozess, der sich am Tagesende dann aber doch hoffentlich gelohnt hat. Wir haben hier verschiedene Modelle. Hier bauen wir einmal Leiterplatten. Für Leiterplatten brauchen wir chemische, brauchen wir einmal Metall und Plastik. Die Leiterplatten wandern hier rüber, wo wir unsere LED-Display bauen. Daneben werden dann die Komponenten
das komische Ding da gebaut, weiß nicht, wie das heißt. Dafür brauchen wir wieder Komponenten aus dem hier. Dann werden hier neue Pleiterplatten gebaut, die werden für elektrischen Schaltkreis gebaut. Hier drüben werden noch Holzgehäuse gebaut und dann werden noch leichte elektrische Schaltung. Diese ganzen Artikel wandern hier drüber auf die Hauptplatine, werden da zusammen gemacht und werden von diesen beiden Typen dann hier angebaut. Diese beiden Typen bauen die Dinge an und verkaufen sie dann hier auf dem Markt. Oh mein Gott, das war vielleicht anstrengend. Und das Ganze können wir dann hier verkaufen, indem wir hier auf unseren neuen Taschenrechner klicken und dann hier ein paar von den Dingern verkaufen können. Jetzt müssen wir nur warten, bis die komischen Otto's da die Dinger zusammenschustern und fertig, Abfahrt. Damit der ganze Prozess noch ein bisschen schneller geht, können wir noch ein paar von den Montagetischen hier einmal in die Mitte bauen. Und wir sehen, wir haben unseren ersten Profit gemacht nach einer langen, langen Reise. Wir denken sonst so, yippie! Erster Profit, geiles Ding. Jetzt heißt es zwar einfach nur warten, bis wir... Und wir sind jetzt hier, wenn wir 30 Einheiten verkaufen, dann... Was wir denn hier, das hier eigentlich... Wir lassen es mal bei 10%. Die Leute sollen uns ja als Firma schätzen, die ehrlich ist, transparent und nicht so wie die großen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir sehen jetzt, die sind alle schon am Schustern. Ob das jetzt alles so optimiert ist, so was jetzt so Sachen angeht, wie alles zur selben Zeit montiert ist, wie zum Beispiel, dass die beiden jetzt gerade ein Leck haben, weil die nicht schnell genug arbeiten. Die hingegen hier sind voll. Das heißt, die produzieren mehr Leiterplatinen, als die das hier eigentlich bauen können. So, und diese Leiterplatinen dann jetzt darüber. Die wissen ja nicht, wo die hingehen. Jetzt muss erst unsere Leiterplatinen, um die darüber bringen. Wir sehen auf jeden Fall, das ist alles ein sehr komplexer Prozess. Aber ich denke, wenn man sich das Spiel ein bisschen reinfuchst, dann ja. Also Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und schreibt einen Kommentar, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein, wir Freunde. Macht's gut. Und ciao, Leute.